Was sagst du dazu? Oh ja! Dann mal auf geht's! Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Selbstexperiment und zwar eine Woche lang Sucuk essen. Ich sag's direkt zum Anfang, Leute, nur Sucuk zu essen, finde ich ein bisschen langweilig. Ich nenne es eine Woche lang Sucuk, damit das Video aber viel Abwechslung hat und schön gestaltet ist, weil wenn ich jetzt nur in dieser Wurst rumkauen würde, wäre das jetzt nicht so interessant, finde ich persönlich. Deswegen probiere ich Sucuk in jedes Essen, das ich esse, zu integrieren und nichts bleiben, warum? Mit anderen leckeren Sachen zu kombinieren. Lasst euch überraschen, das wird lecker. Falls ihr das Video dann zu Ende geschaut habt und meine Fresse noch nicht kennt, lasst mir gerne ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Und wenn ihr Bock habt, das würde mich auch unterstützen, lasst ein Like auf dem Video da. So sehen mehr Leute das Video und dann würde sich die Arbeit und vielleicht auch die Quälerei ein bisschen mehr lohnen. Am Anfang des Videos machen wir es so, bevor die Woche anfängt, wiegen wir uns erstmal. Und am Ende des Videos könnt ihr sehen, wie viel ich zugenommen habe. Ich muss aber noch sagen, Sucuk ist für mich eine leckere, geile Wurst. Extrem fettig. Und ich weiß es nicht ganz genau, aber macht wahrscheinlich auf Dauer auch dick. Glaube ich jetzt einfach mal. Schreibt mir doch mal in die Kommentare genau denselben Satz. Sucuk ist für mich. Und dann könnt ihr den Satz zu Ende schreiben. Macht das, wenn ihr Bock habt. Ihr wisst ja, ich gucke in den Kommentaren immer sehr gerne rein. Und ach, Leute, fangen wir einfach mal an mit einer Woche lang Sucuk. Ich hole mir jetzt Sucuk und zwar von Penny. Hey, hey, hey. Das ist nur ein kleiner Test, um zu gucken mal, ob bei Penny der Sucuk auch gut schmeckt. Und außerdem habe ich jetzt keinen Bock, so im türkischen Laden zu fahren, weil der ein bisschen weit weg ist. Und aus diesen Zutaten hier, Leute, machen wir uns so ein leckeres Rührei mit Sucuk. Sucuk, Sucuk, Sucuk. Ich habe da so ein kleines Rezept. Mal gucken, ob euch das gefällt. Zuerst brauchen wir... Wir brauchen Eier. Dann nehmt ihr Schmand und ein bisschen Milch. Dann einmal die ganze Sache durchrühren. Als nächstes nehmt ihr das Sucuk von Faijul Jaila. Rein mit dem geilen Sucuk. Boah, ist das viel. Jetzt einmal schön umrühren. Rührei-Form rauskommen, damit es nicht flüssig bleibt. Ob man jetzt Sucuk mag oder nicht. Aber das sieht einfach nur geil aus. Sucuk mit Rührei, dazu habe ich mir ein paar Gurken gemacht. Und ein Brot mit Philadelphia. Es ist eine Woche Sucuk, aber trotzdem kann ich andere Sachen damit kombinieren, damit das Essen besser schmeckt. Weil nur roh Sucuk wäre einfach, komisch. Komisch. Die bösen Tomaten wollen auch mein leckeres Sucuk-Ei. Ihr kriegt nichts. Alter, Sucuk ist aber auch fettig, ne? Hast du ein Gürkchen und ein Brot bist? Geil. Geil. Ja, ja, ja. So, mal schauen, ob Sucuk im Haus ist. Es ist Sucuk im Haus. Ach so. Ah, ja, da hat der Andreas recht. Oh, ne, verpassen. Ege Türk. Lezzet ve kalitede yarım asır. Und wir machen jetzt was ganz Spezielles und zwar habe ich mir hier Dönerbrot besorgt und ein paar andere Kleinigkeiten eingekauft und wir machen uns jetzt einen Sucuk-Döner. Aber zuerst... Für die vergammelte Sucuk! Für die vergammelte Sucuk! Wenn ihr den Insider nicht versteht, ich habe mal ein Video gemacht, wo ich Sucuk probiert habe. Allerdings habe ich irgendwie nicht gemerkt, dass ich Sucuk verfault, weil das alles mega auf Zeitdruck entstanden ist und ich dachte, ich habe ewig lang kein Sucuk mehr gegessen. Hab dann so gegessen und dachte, die schmeckt aber sehr, sehr komisch. Komisch. Das Sucuk in kleine Stücke schneiden. Dazu gibt es natürlich fein säuerlich geschnittenen Salat. Darf das jetzt nicht verkacken mit dem Schneiden. Nein. Oh nein. Ich verlinke euch mal den Imsen. Der macht viele Sucuk-Tutorials und diesen Döner hier mit der geilen Curry-Mango-Soße. Ich bin ja Curry-Fan, das wisst ihr ja. Ich werde mehrere Rezepte von ihm einfach nachkochen, damit ihr Bescheid wisst. Wenn ihr euch selber vielleicht nachkochen wollt, verlinke ich gerne seinen Kanal. Ein bisschen Sucuk schon mal rein. Langsam mit Salat füllen. Schön Zwiebels. Roadkill. Und hier ist der Döner. Boah. Also ganz ehrlich, natürlich sieht das nicht so professionell aus, aber ansprechen. Guck mal, ob du auch ansprechend schmeckst, du geiles Ding. Alter! Curry Mango! Geil! Geil. Mega! Okay. Mhm. Okay. Moin, Tag 2 und ich habe was ganz Besonderes vorbereitet gestern. Und zwar haben wir hier Käse, Frischkäse, Sucuk, Sucuk, Sucuk. Daraus machen wir jetzt ein richtig hammermäßiges Sandwich. Da ist das Sandwich. Guckt es euch an. Frischkäse, Sucuk und leckerer Käse. Und wie schmeckt es? Nicht schlecht, aber wisst ihr was? Da fehlt was. Und zwar, wir machen uns gegrillte Sucuk Sandwiches. Wow. Aber bis wir fertig sind, lass mir, lass sie weg. Boah, yeah. Hopsa. Alles rauf da. Ich habe ja noch 4 Sucuk-Stückchen übrig. Ich könnte euch theoretisch einen geben. Schweine stecken voller Überraschungen. Auch wenn ich mir jetzt die Zunge verbrenne, ich habe Bock, da jetzt reinzubeißen. Oh. Boah. Ey, das ist nochmal eine andere Welt. Ohne Scheiß, wie gut schmeckt das? Ey, Sucuk schmeckt so gut, Alter. Boah, ich liebe das Experiment jetzt schon. Ein paar Sekunden später. Oh mein Gott. Das war zwar ein köstliches Frühstück, aber ich muss sagen, langsam kommen die Nebenwirkungen des Sucuks raus. Du verbringst halt wirklich mehr Zeit auf der Toilette als in der Schule. Wir haben es jetzt abends und ich habe brutal Hunger und ich muss jetzt was essen. Hoffentlich haben die noch Sucuk. Mann, gibt's hier Leckereien. Sucukide.
Geschmacksprobe. Mmh, lecker. Meine Sujuk Toasts sind im Rucksack eingepackt, weil ich bin heute fast den ganzen Tag unterwegs und ich muss ja irgendwie an meinen Sujuk rankommen. Ich brauchte meinen Stoff, Alter. Und jetzt habe ich schöne Vorbereitungen getroffen, damit wir auch ja nicht die eine Woche Sujuk brechen. Kurze Unterbrechung. Ich wollte dich noch kurz darauf hinweisen, falls du Instagram hast, würde ich mich freuen, wenn du mir auf Instagram folgst. Da kannst du mir auch gerne Nachricht schreiben. Ich probiere, jede Nachricht zu beantworten, auch wenn es viel ist. Natürlich kriegst du auch einen kleinen Einblick mehr in mein Leben, was Stories angeht, auch Instagram-Bilder und. Also auf Instagram würde ich mich freuen, wenn du mir folgen würdest. Heute bin ich am Worken. Also das Video hat er wahrscheinlich in der Zukunft gesehen. Und hier ist mein leckeres Sujuk-Brotchen. Sujuk, to go. Schinken oder Käse? Schwanz oder Penis? Schwanz oder Penis? Schwanz oder... Okay. Danke, wir haben schon. Wisst ihr, was echt scheiße an diesem Projekt der Woche ist? Da ich ja nur ständig Sujuk esse, habe ich ständig ein Date in meiner Toilette. Du bist aber so Ausflügen wie heute, wo ich halt jetzt den ganzen Tag unterwegs bin. Mega am Arsch, weil du musst ständig auf Toilette und denkst dir so, oh, mein Magen, oh, das ist echt mega kacke. Nach einer 10-Stunden-Schicht bin ich echt, boah, ich bin echt gut im Arsch, hab ultra, mega dollen Hunger. Mach mir eine richtig gemütliche Sujuk-Pizza jetzt. Mal hoch damit. Und runter. Alter, die sieht ja mal richtig geil aus. Boah, meine Güte, Alter. Ich habe anstatt Tomatensauce diese Honig-Senfsoße genommen. Und ich dachte mir, komm, Pizza. Ach, ihr kennt mich, Alter. Ich bin Ivanio. Ich bin ein Typ, der mega gern Sachen ausprobiert. Und ich liebe es, Essen noch mit neuen Sachen zu probieren. Und ach, das könnte doch nice sein, komm. Bitte, schmeckt! Enttäusch mich nicht! Meine Experimentierungssinn! Oh, oh Gott! Alter. Wie geil! Ja. Diese Schärfe, dann dieser leckere, süße Honig, das geile Sujuk, das du nochmal so reinknallt mit so einer Schärfe so leicht. Und der Mais. Ach, Mensch, geil. Was habe ich hier gezaubert, Alter? Jeden Morgen stehe ich mit so einem richtig ekligen Geschmack im Mund auf. Obwohl ich jeden Abend Zähne putze, fühlt sich so an, ob ich jeden Morgen irgendwie komplett aus dem Mund stinken würde. Und ich muss sagen, das nervt. Aber komischerweise muss ich sagen, mit den Frauen läuft es sogar besser. Hey, oh mein Gott, du stinkst. Oh Gott, sorry. Hey, das müsst ihr gar nicht beitun. Ich liebe Jungs, die stinken. Wow, wie geil bist du denn? Ah ja. Konnten Sie die Wahrheit von der Lüge unterscheiden? Zum Frühstück heute machen wir uns ein richtig geiles Omelette. Sujuk-Omelette. Dafür brauchen wir Milch, zwei Eier, Sujuk, meine letzte Sujuk-Wurst. Oh nein. Und daraus zaubern wir ein Omelette, schneiden, zusammenmischen in die Pfanne. Let's go. Puh, Omelette so sättigt schon richtig krass, aber Sujuk, Alter. Voila. Ja. Ich meine, wie fett dieses Omelette geworden ist im Nachhinein. Sieht aber auch okay, ein bisschen angebissen jetzt aus, aber sonst eigentlich ganz geil auch aus. Liebe es auch, wenn das Essen einfach nice aussieht. Da hat man erst recht Bock, das zu essen. Letztes Stück. Pfefferminzig. Boah, das kann nicht wahr sein. Nach jeder Mahlzeit gefühlt muss ich auf Toilette. Oh, ich hab meinen Ranz vergessen, das Sujuk jetzt so transportiert. Mega scheiße. Oh, geil. Wir haben noch ein Dönerbrot übrig. Und der Sujuk-Döner ist wirklich mega nice. Daraus müssen wir jetzt einen Sujuk-Döner machen. Und da ist das leckere Ding. Heute mal viel zu dick gemacht. Der bricht gleich auseinander, aber sieht Hammer aus. Schmeckt der auch Hammer? Wirklich lieber Döner, du bist. Oh yeah. Boah, sehen die einfach lecker aus. Brennt aber, schmeckt so gut. Zu trinken gibt's natürlich einen unfassbar geilen Pfefferminztee. Jetzt kommt was richtig Leckeres. Und zwar ein Sujuk-Burger. Burgerbrot, eine Soße, Zwiebeln, Salat. Oh, Moment mal. Wo ist das Sujuk? Ah, Moment, ich weiß, wo ich immer wieder Sujuk finde. Und zwar, ihr müsst einfach nur in euer Zimmer gehen. Also bei mir ist das zumindest so. Und dann guckt ihr unter euer Bett. Oh, perfekt, Sujuk, nice. Jedes Mal, wenn ich nachts irgendwie aufwache nach einem Albtraum, greife ich einfach unter mein Bett und du hast eine leckere Sujuk-Wurst und mir geht's direkt besser. 3 Uhr 28 nachts. Oh, 3 Uhr. Mann, ich hab Bock auf Sujuk. Vielleicht klappt dir dieser Trick von diesem Ivanio. Hm? Hä? Was ist denn das? Das ist zwar kein Sujuk, aber das ist eine absolut heiße Schnitte um 3 Uhr morgens. Danke, Ivanio. In die Pfanne damit, in den Ofen damit, Salat schneiden, Moment, Zwiebeln, den Salat, richtig schön Käse. Jetzt kommt eine Honig-Senf-Soße auf den Einwürger. Oh ja, oh, noch Flasche ist übrig geblieben. Einfach so ist die ein bisschen, und auf den hauen wir jetzt die Curry-Mango-Soße, einfach nur, weil ich Bock hab. Oh, schwer, schwer, schwer. Nein, sie zerfallen. Nein! Brate ich sie noch schön an. Kommen die Zwiebeln oben drauf. Und ein leckeres Salatblättchen schließt alles. Pow! Yep. Das sind meine Sujuk-Burger. Sehen schmackhaft aus, schmecken sie aber auch. Das teste ich sofort für euch. Bist du schweineschnell? Ja, 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 Schwein, okay, Schwein. Mehr Soße, mehr Käse und ein bisschen länger das Sujuk braten. Dann wäre es perfekt. Aber trotzdem auch sehr geil.
Mhm. Was ein Genuss. Einer. Noch einer. Ach, geil. Boah. Hey, Banani, ich hab dir einen Burger gemacht. Ich hoffe, er gefällt dir. Viel Spaß. Du Schweine-Banani. Ich bin im Moment solo. Ey, wie? Wie gut sieht bitte dieses Sucuk aus? Oh Mann, mit diesem Rührer und die Gurken, das ist einfach nur... Oh, oh. Moin, wir driven jetzt heute Morgen zum Italiener. Mhm, ihr habt richtig gehört, zum Italiener. Ja, und dazu halt noch diese Honig-Senf-Creme. Sucuk ist fertig. Ali, Mohammed, Mustafa. Lavinia, Jeremy Pascal. Schaut euch mal, was ich jetzt besorgt habe. Und zwar habe ich erstmal italienisches Fladenbrot besorgt. Das sind halt Italiener, die so eine Art Fladenbrot machen, aber in klein. Und dazu Pesto, richtig geiles Pesto und Honig-Senf. Das ist so lecker, aber auch echt teuer, muss ich sagen. Ich habe 13 Euro dafür bezahlt. Also guck mal, das ist ein bisschen pupsig, 13 Euro dafür. Ein bisschen hart, aber ist richtig lecker. Entweder wir essen es so mit richtig geiles Sucuk gefüllt und bestrichen. Boah! Oder wir nehmen ein Brot, wippen das hier rein. Auch nice. Das Sucuk heute ist perfekt durchgebraten. Ich habe es noch nie so gut gemacht diese Woche. Mega. Mehr, mehr, mehr. Falls ihr nicht wisst, was Pesto ist, ich kann es nur so ausdrücken, es ist wirklich grünes Gold. Das ist wirklich, die Italiener bezahlen nicht mit Geld, sondern die bezahlen mit Pesto. Pesto so richtig, boah, Pesto ist mega. Mit Nudeln, ne, das ist der Hammer. Mal gucken, wie das mit Sucuk jetzt hier ist. Riecht auf jeden Fall bombenmäßig. Boah, meine Güte. Also ohne Scheiß, das schmeckt so gut. Alter, das schmeckt richtig qualitativ geil, weil ich habe schon so oft Pesto gegessen, was richtig billig war. Aber dieses hier, wow. Trotzdem muss ich sagen, esst lieber Pesto auf Nudeln. Das ist wirklich ultimativ lecker. Vor allem mit so einem frischen, geilen Pesto. Mega. Und für Fladenbrot nimmt euch eine richtig geile Honig-Semmelsoße jetzt hier genommen. Die sieht auch hammer aus und schmeckt mit dem Sucuk auch perfekt, Mann. Kleiner Geheimtipp. Ich habe mal gehört, dass Pfefferminz die ziemlich neutralisiert. Bist du verblödet oder bist du verblödet? Ach, scheiß drauf. Es soll einfach heißen, wenn ihr Pfefferminztee trinkt, dann stinkt ihr nicht. Ich treffe mich jetzt mit ein paar Kollegen, dann wird lecker gesujukt. Was auch immer das heißt. McDonald's? So, dann nehmen wir das Sujuk. Testen wir, ob McDonald's mit Sujuk schmeckt. Muss nicht sein. Ey, willst du mich verarschen, Mann? Ah, letzter Tag. Zum Frühstück. Ein bisschen Jujuk mit Ei. Und Zauberei. Ui, das ist mein leckeres Sucuk mit Ei. Hübsche arabische Spezialfladen. Was waren gemacht gerade? Sollte nice werden. Aber ob es auch schmeckt, wenn es so schnell geht? Das kann doch nicht wahr sein, oder? Oder? ich schlag jetzt auf viermal. Ja, komm. Ja, und der vierte Versuch. Yeah. Boah, das schmeckt. Wisst ihr, was in der Sucuk-Woche aber richtig kacke ist? Trinkt echt viel Wasser, ne? Und immer dieser Hals hier stinkt übel nach Sucuk. Essen Sucuk, trinken Sucuk. Ach, langsam geht mir das Sucuk auf die Eier. Falls es euch auch gefallen ist, ich habe heute für den letzten Tag mein übelstes Fettsack-T-Shirt angezogen. Das gab es damals im Angebot für 4 Euro. Ich dachte mir, zuschlagen. Naja, zum Mittagessen mache ich mir jetzt noch richtig schön den Sucuk-Burger. Ich muss zugeben, klar, es war lecker und so die Woche, ne? Aber ich kann diese Wurstlamsa nicht mehr sehen, Alter. Hallo, süße Mama. Die ganze Woche schon habe ich drauf gewartet, dich auszuziehen. Roll nicht weg. Zack. Sogar wenn man keinen Bock auf Sucuk hat, der Käse auf dem Sucuk. Ach, einfach nur lecker. Boah. Und noch ein. Als letzte Mahlzeit werde ich mir heute eine Sucuk-Pizza gönnen. Ich drehe gerade das Video für Mittwoch. Das Video solltet ihr eigentlich schon gesehen haben. Wenn nicht, gönnt es euch gerne. Mache ich euch so gesagt heiß auf das eine Woche Projekt. Und aber trotzdem gönne ich mir jetzt für das Video ein Pizzastück. Aber dann für mich privat. Die ganze Pizza. Die ist doch einfach der Hammer. Also wirklich, auf die Sucuk-Pizza bin ich wirklich mega stolz, weil die einfach so gut schmeckt. Fazit, ich muss sagen, die Sucuk-Woche war mit das leckerste Projekt, das ich je gemacht habe. Aber die Toilette wurde allerdings, boah, schon sehr oft gesprengt. Zu oft. Und ich freue mich wieder in den normalen Alltag zu gehen, also sprich, dass ich normal wieder essen kann. Und bald auch meine Diät endlich anfange. Ich mag Sucuk, aber jeden Tag muss nicht nochmal sein. Lasst gerne ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Lasst ein Like auf dem Video da, darüber würde ich mich auch sehr freuen. Und schreibt mir die Kommentare, Sucuk ist für mich. Und beendet den Satz. Gönnt euch noch ein letztes Video oder ein random Video, was zu euch passt. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jaila. Ali. Mira.